Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Vlog von uns. Zweiter Lockdown-Tag heute. Und ich hatte euch erzählt, dass Bernd und also dass wir schon eine riesen Einkaufsliste gemacht haben vor dem Lockdown, dass wir so wenig wie möglich noch raus müssen dieses Jahr. Nächste Woche Mittwoch ist Heiligabend, ne, Donnerstag. Also heute in einer Woche ist Heiligabend. Und wir wollten nicht mehr so viel einkaufen gehen. Nur noch frische Sachen. Und ja, das war für jetzt der Plan. Wir sind, also ich bin schon eh wieder seit, keine Ahnung, 2:30 wach. Und Bernd ist 6:30 aufgestanden. Und ja, dann gehe ich jetzt eben direkt im Lidl, sagt er. Wir hatten unsere Einkaufsliste geschrieben. Hauptsächlich frische Sachen. Salat und so. Und was soll ich sagen? Er war gerade schon hier zu Hause. Ich habe noch nicht reingeguckt in die Tüte. Einiges hat er bekommen, aber vieles ist halt ausverkauft. Und dann hat er da gefragt, weil es ist ja noch so früh, es kann ja sein, dass es noch nicht eingeräumt wurde oder dass so viele Menschen da krank sind, Mitarbeiter, dass sie es deswegen nicht geschafft haben, was weiß ich. Und die haben halt tatsächlich gesagt, die haben Lieferschwierigkeiten. Ja, das macht uns jetzt wieder so nachdenklich. Die kriegen einige Produkte nicht nachgeliefert im Moment. Ich meine so, also alles, was die gängigen Sachen, die immer ausverkauft sind, so wie Klopapier, Mehl, Hefe und so, das haben wir alles genug. Es geht halt echt um die frischen Sachen. Was jetzt auch kein, also ist ja nicht schlimm, wenn wir das nicht bekommen. Aber es bringt einen halt zum Nachdenken. Ich habe mir mal einen Tee gemacht. Normalerweise trinke ich morgens immer Kaffee. Ich habe jetzt einen schwarzen Tee gemacht. Mir ist so übel heute. Richtig ekelhaft. Und Kaffee hätte ich nicht runterbekommen. Ja, ich war jetzt mit Smurfy spazieren. Er liegt auf dem Sofa und wartet auf Fressen. Und jetzt ruft Bernd an. Dann schauen wir mal, was er mitgebracht hat. Möhren gab es schon mal. 2 Stück. 2 bunt mit grün. Dann haben wir hier Ginger Ale, da habe ich ihn drum gebeten, weil mir so übel ist. Dann trinke ich das gerne als Schorle quasi mit Eiswürfel. Deswegen Ginger Ale und Fanta, sowas trinke ich dann halt ja gerne, wie gesagt, wenn mir so schlecht ist. Hier ist noch Smurfys Öl, das muss ich heute neu anmischen. Smurfy runter. Ach süßer, geh mal runter. Dann einmal Tomaten. Ja, und hier seht ihr Kati Smurfy. So, wie ihr sehen könnt, das ist hauptsächlich Frisches. Einmal Kaki, einmal Birne, ein Weißkohl. Ich wollte so Krautfleckerl machen, habe ich so ein Rezept gesehen, das wollte ich mal ausprobieren. Dann Radieschen, Kresse, die habe ich gerade erstmal mit Wasser begossen. Bernd sagte, da gab es keine schönere, aber die hatte echt schon bessere Tage. Die isst ja Calvino so gerne. 2 Zucchini für so ein Rezept, was ich mal ausprobieren wollte. Paprika, die knabbern wir ja gerne so, wie ihr wisst. Gurke, einmal Speisestärke und 2 Kürbiskerne. Ich setze gerade ein Zwiebelbrot an im Brotbackautomat. Ich habe auf Instagram letztens den Zitronenkuchen hier drin gezeigt, wie ich den gemacht habe. Und alle so, was ist das? Das ist unser Brotbackautomat. Da kommt jetzt nach und nach das Mehl rein. Und dann kommen da gleich noch Röstzwiebeln rein. Die Calvino kocht sich. Was machst du? Asiatischen Reis, irgendwie, ne? Irgendwie sowas. Ja. Mir fällt schon was ein, dass ich mit dem Reis mache. Genau, der hat jetzt nämlich Mittagspause von Homeschooling, von diesen Zoom-Meetings. Ne? Mhm. 3,5 Stunden brauche es. Ohne ihn waren wir nicht Teiltei. Ohne Herrchen waren wir Teiltei, ja. Das Zwiebelbrot ist fertig. Aber das kann man noch nicht anschneiden, ne? Du musst warten, oder? Schief warten. Das wird auseinanderfallen. Aber es sieht gut aus. Hast du Hunger? Er hat immer Hunger. Hunger, sagt er. Hunger. Sagt der Prinz aus Zamunda läuft.
Und ich weiß nicht, der hat da an der linken Pfote hinten einen Streifen. Das da? Was ist das? Dreck. Das mal riechen? Ich denke, es ist an der Zeit. Mach ich gleich. Beide Haken sind drin geblieben hier. Yay. Und das riecht richtig schön nach Zwiebeln. Toll. Dann kann das erstmal kühlen. Wo fängst du oben an? Ja, wollte ich. Soll ich da kommen? Ah, ich komm. Darf der Hund hoch? Von mir aus. Wir haben nämlich vor langer, langer Zeit Lampen gekauft, die elektrisch, ja, elektrisch sowieso. Ich würde die einfach nehmen, diese selbstklebenden Pads. Ja, die automatisch angehen, wenn wir hier im Flur halt nachts laufen. Genau, wir haben nämlich normalerweise so welche, die man in die Steckdose steckt. Aber wir haben hier im Flur leider keine Steckdose. Ich könnte mir ja schon mal die Badewanne einlassen, ne? Ja, ist hier eine Handschuhe. Genau. So, wenn sich jemand auskennt, warum haben wir so geilen Wasserdruck? Ich gut, wenn du gehst. Dann können wir die ja abnehmen. Das ist die Kunsttüte für Calvino, für die Schule, wo er jetzt eh nicht hin muss. Ja. Und die sind jetzt mit Bewegungsmelder auch. Ja. Und die gehen nur an, theoretisch, wenn es dunkel ist. Machen wir mal Licht aus. Halleluja. Machen wir wieder an. Ja, ist doch super. Sehr schön. Da weiß ich schon, wer da nächstes Jahr Spaß dran haben wird, die immer abzureißen. Ich schraube es an. Hast du einen Freund? Wie ist das? Ein Rentier? Ja. Ein Rentier. Ein Rentier. Das Rentier nicht, das Rent. Das Rent. Ren, Ren. Ja. Tada. Da unten zwei. Aber man kann die nicht hier dauerhaft anmachen, wenn man hier drückt. Du kannst sie anmachen, aber nicht dauerhaft. Okay. Die können wir ja gucken. Dann würde ich bei uns ins Zimmer oder da würde ich mal einmachen. Ja, weil hier in unserem Schlafzimmer haben wir ja Bewegungsmelder an der Steckdose. Ganz viele. Und ein Stilllicht, was man so tragen kann, haben wir auch. Wohin dann? Weiß nicht. Da oben noch zwei so? Nein, können wir überlegen. Da hat man halt nicht immer sofort diese Mega-Beleuchtung. Ne? Morgens, wenn ich runtergegangen bin, war das immer doof. Jetzt ist schön. Jetzt ist Brot angeschnitten. Möchtest du mal probieren, Bernd, das Brot? Ich bin gerade noch wirklich das für mein Brot. Echt? Gerade. Das ist total lecker, das Zwiebelbrot. Ja, glaube ich. Ich mag die Akkus hier gerade nicht voll, ne? Ja. Okay. Ich habe heute schon hier einen Sauerteig angesetzt aus Roggenmehl und ich habe hier einfach ein Gummiband um das Handtuch drum gemacht. Da ist er. Der muss jetzt 2 Tage hier ruhen bei Zimmertemperatur und dann wird er gefüttert wieder mit Roggenmehl und Wasser. Denn ja, wir wollten halt ein Roggenbrot schön mit Sauerteig backen und Bernd war ja heute Morgen einkaufen. Und da hatten die nicht den Sauerteig, den wir immer genommen haben früher. Und ich hatte schon mal welchen selber gemacht. Jedenfalls habe ich dann bei Amazon geguckt nach Sauerteig. Und dann kostet so ein Beutel 2 Euro. Und ich brauche einen ganzen Beutel für ein Brot. Und dann würde mich ja das Brot nur vom Sauerteig her 2 Euro kosten. Da war ich zu geizig. Und deswegen habe ich den jetzt selber angesetzt. Und der ist dann in 3 Tagen fertig. Und dann kann ich ein Roggen-Sauerteig-Brot backen. Ich habe ganz viele Rezepte rausgesucht bei Chefkoch für verschiedene Brote. Das war jetzt ein eigenes Rezept. Das war jetzt einfach 1 Kilo normales Weizenmehl, 700 Milliliter Wasser, 2 Päckchen Hefe, 2 Esslöffel Salz,
2 Esslöffel Olivenöl. Und die Röstzwiebeln. Keine Ahnung, 100 Gramm oder 80 Gramm. Das schmeckt richtig gut. Ich habe mich mal wieder gestern Abend gar nicht verabschiedet von diesem Vlog, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob oder nicht. Egal, ich wollte das hier mit nachholen. Ich verabschiede mich und fange gleich mit dem neuen Vlog an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.